Der weltbekannte russische Waffenhersteller Kalaschnikow kämpft mit den westlichen Sanktionen. Um die Umsatzeinbrüche stoppen zu können, will die Rüstungsfirma nun einen neuen Markt erobern. Zukünftig sollen auch Privatpersonen eine Kalaschnikow käuflich erwerben können. Das berichtet BBC News. Selbst Osama bin Laden hielt schon Gewehre des Waffenexporteurs in der Hand. Für umgerechnet 810 Euro kann beispielsweise eine Kalaschnikow des Typs AK-12 erworben werden. Insgesamt gibt es 200 Modelle. Die Firma selbst wählte für ihre Produktbezeichnung einen zweifelhaften Namen: Waffe des Friedens. Dabei brachte die Kalaschnikow bereits Millionen den Tod. Zu sowjetischen Zeiten sollen jährlich rund 600.000 Gewehre für das Militär hergestellt worden sein. 2014 sollen es nur noch rund 140.000 Exemplare gewesen sein. Geschäftsführer Alexei Krivoruchko hofft nun darauf, dass sich viele Privatleute eine Kalaschnikow zulegen und die Sanktionen bald aufgehoben werden.